Scheiße. Ja, toll, danke. Vielen Dank. Sehr nett von euch. Freut mich wirklich. So, und das wird jetzt wahrscheinlich die Stelle sein, wo wir höchstwahrscheinlich mehr als 2 Versuche brauchen. Ist aber auch kein Problem, weil ich habe mich vorher blöd angestellt. So, und jetzt nimm das hier. Boah, yes. Ich würde mir wirklich... Ich würde mich so ärgern, wenn mich da jetzt eine U-Bahn überfahren würde. Das würde mich wirklich total ärgern. So, das wusste ich, dass da ein Loch im Zaun ist. Das haben die bösen Buben von da unten reingeschnitten. Die Kinder vom Bahnhof Zoo. Die waren das. Die ganz alleine. Die haben mir ausgeholfen. Da ist auch schon der Schredderer. Ah, okay. Da muss ich schon runter. Entschuldigung, ich bin total unvorbereitet. Aber das finde ich cool. Wenn ich so ein bisschen blind, das kann ja nie schaden. Abgesehen davon, dass ich das eh schon an die 20 Mal gespielt habe. Also durchgespielt, meine ich jetzt. So. Da, okay, da könnte man es anders machen. Für die Sportlichen, die können da eine Leertaste, Q-Leertaste machen. Ich gönne mir mal den Leiterspaß. So. Schnell betätigen und dann schnell wieder zurück. Au. Ah ja, das ist ja auch so eine goldene Regel. Immer warten, bis... Ja, ich nehme zu. Immer warten, bis hier der Ventilator ausgedreht ist. Sonst ist man Hackfleisch. Action. Ausweichen. Ausweichen. Nochmal ausweichen. Okay. Das geht sich nicht aus. Nein. Ich bin so dumm, okay. Das geht sich aus. Boah, Mann, warum muss das ausgerechnet jetzt nicht funktionieren? Gut, dann mach ich es ohne Zeit, aber dann geht's besser. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Nochmal ausweichen. Der noch nicht da ist. So, jetzt ist er da. Wir haben es geschafft. Da ist er. Danke. Springen. Au. Ducken. Nochmal ducken. Nochmal springen. Nochmal ausweichen. Nochmal ducken. Ausweichen und ducken. Mal ausweichen und jetzt bremst da und jetzt muss ich so schnell wie möglich zurückrennen. Shit, jetzt stoppen die Kosten, die Züge in den Tunnel. Ach du Scheiße. Hinter dir kommt ein Zug, also nichts wie raus da. Wo kommt ein Zug? Ich sehe keinen. Oh, Scheiße, der kommt aber mit rasender Geschwindigkeit. Oh, und der Druck war natürlich auch so stark, dass er mich da umgehauen hat. Was für eine Wucht. Puh. Tja. Ego gesteigert, würde ich sagen. Und wir gönnen uns jetzt mal den Ausgang. Hey! Dich haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Mercs Lair, also Mercs Geheimversteck. Worüber denkst du nach? Ein Mörder. Echt? Ja, Popes. Es gibt morgen ein Treffen im New Eden Einkaufszentrum. Das sehe ich mir an. Shit, Faith. Warum tust du das? Es ist nicht dein Problem. Halt dich einfach raus. Okay. Als ich noch ein Kind war, hat mir die alte Stadt nie viel bedeutet. Meinen Eltern schon. Zumindest hielten sie für wert, beschützt zu werden. Mom und Dad waren Freunde von Pope. Sie haben Proteste organisiert, sich gewehrt, nahmen uns auf Demos mit. Ich habe damals gar nicht verstanden, warum das so wichtig war. Merck sagt dann sehr wichtig. Sie ist bei den Innenstadtkrawallen umgekommen. Protestmärsche, die ausgeufert sind. Echt hart. Danach sind wir völlig auseinandergebrochen. Dad hat sich selbst nie verziehen und ich bin kurz danach abgehauen.
aus dem Fenster. Ich habe ihn wohl auch nie verziehen. Und dann hast du Mirk getroffen? Er hat mich beim Einbruch in seine Bude erwischt. Kein Witz. Das hat er nie erzählt. Er bot mir an, mich zu trainieren. Das schien mir ein guter Weg, von der Straße wegzukommen. Ich hatte auch kaum Alternativen. Was du jetzt machst, Faith, das ist der schnellste Weg, dich umbringen zu lassen. Die haben meine Schwester reingelegt. Ich muss ihren Namen reinwaschen. Das schulde ich ihr einfach. Ich werde überleben. So wie immer. Überleben wird überbewertet. Man muss auch ein bisschen leben. Natürlich überbewertet. Hey, willst du morgen mitkommen? Könnt Hilfe brauchen. Kann ich. Drake hat einen Job für mich. Er meint, ich habe nachgelassen. Also ich muss gehen. Schon okay. Irgendwer wird bestimmt bald auf mich schießen. Geh schon. Gut, geht er schon. Faith. Vorsicht. Dieser Sprung. Da ist das New Eden Einkaufszentrum. Innenstadt. 9.07 Uhr. Der Kanzler hat einen Wahlkampfauftritt. Ein paar Straßen weiter, also gibt es überall Straßensperren. Ui, Cops. Na gut, kein Problem für uns und ich hoffe, dass das jetzt besser vonstatten geht. Das liegt mir immer noch tief im Mark, dass ich das nicht beim ersten Mal geschafft habe. Das tut mir wirklich leid für euch. Ich hoffe, ihr könnt mir nochmal verzeihen. Boah, Mann. Alter Schwede. Ich krieg hier gleich einen Ausraster. So wie damals bei Take the Power of Paint. Wo ich gedroht habe, die Maus zu zertrümmern. Das waren noch Zeiten. So. Falsche Richtung natürlich wieder. Mann, 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 was ist mit mir los? Schon wieder eine Ratte. Diesmal ist sie Gott sei Dank nicht gestorben. In den Bereichen 3 und 4 müsste sein Weg auf die Überführung geben. Wegtauben, macht mir Platz. So, auf hier wieder. Und dann bestmöglich den Cops ausweichen, bevor ich hier mit aufgehe. Der Funk läuft über, da kommen noch mehr Cops. Okay. So, jetzt probiere ich es auf die harte Tour. So, hier, hier und nochmal hier. So, und jetzt auf hier. Nicht sterben. Jawohl, sehr gut. Unbefugtes Betreten verboten. Wir sind befugt. Ich habe Angst, dass da irgendwo ein Zug kommt. Okay, da kommen da, das geht sich aus, das geht sich aus, das geht sich aus. So, da vorne sehe ich auch schon die Schnur. Und es wird auch schon wieder unermüdlich auf uns geballert. Die Gasse ist genau da, wo sie ist. Bring sie. Ich nehme schon die Gasse. Wegtauben. Rein da. Lauf, 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 lauf. Cool, wie dunkel es hier auch ist. Die Cops. Shit. Mach den Lift auf. Puh, knapp. Die Karre ihrer Träume. Grand Opening. New Eden Einkaufszentrum. Mhm. Raposa. Oh, wir sind schon da. Schön. Finde ich auch cool, wie wir mitten in einer Gasse reinsteigen in den Lift und irgendwo am A der Welt über den Dächern rauskommen. Das ist eben die Vielfalt des Spiels. Es geht überall hin. Wie hier rüber. So, und jetzt abrollen und dann überlebe ich's. Cool. Oh, warum bin ich da raufgegangen? Nur um zu zeigen, dass man überall rauf kann. Und weil es schneller geht. Okay, da oben fliegt wieder ein Flugzeug. So, noch ein Stück. Jetzt. Jump. Und nochmal. Sehr schön.
Auf den Dächern gehen Kopf in Stellung. Du musst wohl gegen sie kämpfen. Oh, das ist doof. Das ist wirklich doof. Boah, war das knapp. Alter Schwede. Ich dachte schon. So, wo muss ich überhaupt hin jetzt? Da runter. Ich stelle mich hier auch wieder an. So, da hätte ich mich abrollen müssen. Und so doof es klingt, ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gemacht, weil vorher bin ich immer gestorben, irgendwo runtergefallen und hier wieder erstanden. Das hat mir sogar was gebracht. Boah, Mann! Könnt ihr mich vielleicht nicht abschießen? So, hier. Wenn man irgendwo stirbt, dann kommt man hier wieder raus. Das finde ich jetzt total blöd, dass ich jetzt so oft sterbe. Das tut mir wahnsinnig leid. Boah, Mann, was ist denn mit euch los? Jetzt ganz ehrlich. Ist doch nicht mal lustig. Ich krieg hier die Krise. So, hier. Komm her, Bürschchen. Und wow. Gesindel. Und hier wieder unbeschwert die ganzen schönen Flugzeuge. Da und da. Finde ich cool, dass hier so auf die Details geachtet wurde. Ich dachte schon, ich würde jetzt wieder runterspringen und mir vorkommen wie ein Anfänger. Man merkt, der Schwierigkeitsgrad normal. Nichts für My Little Pony Spieler. Wo bin ich denn hier jetzt schon wieder? Da. Wieder eine Ratte. So, und dann wieder hoch hier. Ich bin schon wieder total am Konzentrieren, damit ich hier ja nicht irgendwo runterfalle, wo es nicht sein müsste. Es muss eigentlich nirgendwo sein, aber ich falle trotzdem immer runter, wo ich mir denke, ja, verarsche ich sie mal ein bisschen. So. Ich bin fast da, cool. Zur Sicherheit abrollen, nicht, dass es heißt, oh, jetzt bist du tot. So. Das war grandios natürlich wieder. Natürlich wieder so eine Stelle, wo ich das zigmal schon probiert habe in den Testaufnahmen. Und auch in den Offscreen-Spielen davor. Auf leicht, mittel oder schwer. Immer da mindestens einmal runtergefallen. Oh toll, da sind sie schon wieder. Ja, natürlich. Und ich springe natürlich auch wieder vorbei. Toll. Vielen, vielen Dank. Ich mag euch, EA. Hier. Für dich. Sie haben sich verzogen. Jetzt müssen Sie reinkommen. Ja, Gott sei Dank, dass sie sich verzogen haben. Mann, ich krieg hier echt die Krise. Oh, da ist wieder dieser weiße Ninja. Der hat es aber auch nicht eilig. Hier ist noch irgendwo ein Koffer. Habe ich wahrscheinlich eh schon mitgenommen. Ja, zumindest sehe ich keinen mehr. Rauf da. Bitte, danke. Finde ich ja auch toll, dass wir mindestens 10 Meter rauf müssen, um über so einen 3 Meter Zaun mit Stacheldraht drüber zu gehen. Anstatt, dass wir hier irgendwann einen Dietrich auspacken oder sowas und das aufmachen. Nee, geht ja nicht. Wir müssen von 10 Metern hier runterspringen. Aber egal.
Jetzt fange ich schon an, über dieses Spiel zu lästern. Es tut mir leid. Das Spiel ist wirklich toll. Und ich springe auch gerne in Türen rein, die dann von selbst wieder zugehen. Oh, ich bin einmal richtig gelaufen. Luxbray. Callahan. Finis Coronant. Do you dream of an apartment in Arlington Drive? Wer träumt davon nicht? So. Oh. Jetzt geht der Lift nicht mehr. Tja, schade für ihn. Und wieder eine Ratte. Unser treuer Begleiter. Die haben uns noch nie was getan, die Ratten. Oh, und da sind wir auch schon. You Eden Mall. Und da oben sind Zivilisten. Und die haben mich nicht gesehen. Noch mehr. Leute. Endlich Menschen, die nicht auf mich schießen. Schön. Jetzt habe ich alle meine Sorgen wieder vergessen. Kann ich hier rüber gehen? Ja, das geht sogar. Okay, dann komme ich woanders raus. Was soll's, bin ich wenigstens nicht so Mainstream. Was ist da drin? Oh, ein Lager. Und wieder eine Feuerhose. Und dann sind wir auch schon hier im Einkaufszentrum. Nur hat alles geschlossen, leider. Du wolltest deinen kleinen Freund im Atrium treffen, oder? Nun, das sollte direkt vor dir liegen. Da ist er wieder, der weiße Ninja. Was war das jetzt schon wieder? Mann, ich habe echt Sorgen. Scheiße. War überhaupt nicht vorauszusehen und ich habe es auch überhaupt nicht gewusst. Aber ich habe gewartet, bis die Party hier losgeht. Danke. Und ciao, Leute. Tschüss. Wir sehen uns sicher bald wieder. Im zweiten Teil des Einkaufszentrums nämlich. Das meine ich. Das sind schon wieder Leute, aber die schießen schon wieder auf mich. Warum können die mir nicht einmal helfen und die Rolltreppen in Gang setzen, sodass ich noch ein bisschen schneller bin? Hilfe. Schnell irgendwo untertauchen. Wo merkt's niemand? Ich bin gar nicht da. Oh. Auf dem Einkaufszentrum gibt's Tragwerke. Hat nicht so gut funktioniert. Gut, vielen Dank für den Tipp. Wenn ich hier raufkomme, dann würde ich gerne durch die Tragwerke und was weiß ich durchgehen und dann hoffentlich nicht erschossen werden. Lauf. Sehr schön. Da stehen sie schon wieder alle in Reihe und Glied. Und warten drauf, bis ich vorbeirenne und dann so wie beim Jahrmarkt. Noch höher, Faith. Ja, ich mach ja schon. Ich arbeite ja schon in Hochtouren. Oh, schon wieder ein Schredderer. Das kann jetzt dauern. Notüberbrückungsschalter. So, das heißt warten und dem lieben Ventilator zuschauen, bis er ganz fertig durchgedreht ist. Wenn wir jetzt reinspringen würden, würden wir sterben. Ganz ehrlich. Ich mache es jetzt lieber nicht vor, weil ich es nicht will. So, jetzt erst können wir runterspringen, ohne dass wir uns verletzen. Aber auch nur dann, wenn wir uns abrollen. Da ist es dunkel, da renne ich nicht. So. Da gibt es wieder Donuts. Und da gibt es... Oh, Vorsicht, außer Betrieb, das sind Polizisten. Mann! Wieso kannst du mir dann nicht einmal den Gefallen in dieser Aufnahme tun und mich nicht lächerlich darstellen lassen? So, jetzt hier. Boah, Mann, Alter, was geht denn mit dir ab? Ist ein Übermensch oder so? Was ist denn jetzt mit dir falsch, hä? So, endlich mal NG. So, und jetzt baller ich auch mal so.
So, jetzt verschwinde ich lieber. Und jetzt komme ich nicht mehr hoch. Vielen Dank. Alter, ich krieg echt die Krise. Ich krieg die Krise. Es ist mir egal, was Drake gemeint hat. Ich krieg wirklich die Krise. Das hat wahrscheinlich Drake auch gemeint. Mann, Mann, Mann. So, schieß mir bitte mal den Weg frei. Danke. Nee, er rennt vorbei. Danke. Boah, cool gemacht. Cool, und jetzt nochmal Jump. Und jetzt nach links und nicht nach rechts. Ich hab gewusst, dass es nach links geht, weil das würde rechts sein, da gibt's gar nichts. Da gibt's nur eine weiße Tür, da kommen wir nicht durch. Wir haben es überlebt. Und wir sind nicht einmal gestorben. Gott sei Dank. Noch eine letzte Tür, dann solltest du raus sein. Schauen wir mal. Mechanismen. Ich muss wieder alles erkunden nach irgendwelchen geheimen Koffern. So, schauen wir, ob das die letzte Tür ist. Ja, mein kleiner Freund. Tatsächlich. Zurück zu sein. Oh, hallo Freund. Ich weiß nicht, aber ich habe eine Vermutung. Wieso läufst du weg von mir? Oh.